Echt schön gemacht hier. Respekt an Tobi. Servus Leute, heute fahren wir mal eine schöne entspannte Trailtour rund um Miltenberg auf den Geo-Naturpark Trails. Wird von dem Verein gebaut, unterhalten und ja, gepflegt. Ziemlich viel natürlicher Anteil, nutzt das Gelände perfekt aus. Ich war letztes Jahr mal da, da war es schon richtig geil. Mal schauen, was im Winter Neues passiert ist, vielleicht ein paar neue Parts dazu kommen. Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall Bock. Cool, dass ihr wieder am Start seid. Bis gleich. Servus. So, los geht's. Tobis Trail 1. Sehr schön. Weiter geht's, Tobis Trail 2. Sehr geil angelegter Single Trail hier. Ja, schöne kleine Kicker. Er schlängelt sich hier die ganze Zeit an dem Bachlauf entlang. Echt schön gemacht. War hier leider das letzte Mal vor einem Jahr und dann noch zum ersten Mal, von daher kenne ich es jetzt nicht so, aber geiles Stück, geiler Part, macht Spaß. Hier ist der dritte Part, wir warten mal auf die anderen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, last Part, Tobis Trail 3. Echt schön gemacht hier. Respekt an Tobi. Wirklich schöner Single Trail. Hier wieder im Bachlauf. Ja, heute bin ich mit dem Old Mountain hier unterwegs. Eigentlich genau das richtige Bike. Oh, okay, shit. Sehr geil. Und ich glaube, das war's auch schon mit Tobis Trail. Mega. Sehr, 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 sehr geile Nummer. Jetzt biken wir schon wieder nach oben. Und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Servus. Second Trail for the day. Kurz, was geht hier? Schöne Holzbauwerke.
Kleinen Drop. Voll geil. Und das war's schon, oder? Wie? Ja, ein ganz geiler Part. Bisschen flach, aber fürs E-Bike ganz lustig. Kann man immer auf 25 fahren. Oh, ganz kleine Tables drin. Kann auch jeder alles überrollen. Mega. Weiter geht's. So, zweiter Run. Fahren das Ding einfach nochmal. Hier ist man innerhalb von 30 Sekunden wieder oben. Von daher haben wir gesagt, den Part nehmen wir nochmal mit. Hier ist anscheinend relativ neu gebaut. Nur einen kleinen Drop am Ende. Echt cool. Ein paar Wellen. Ja, lustig. Zum Üben perfekt. Mega. Ja, geil. Alright. Sind zum nächsten Part. Next Part. Oh. Quellentrail. Quellentrail 1, shit, hier ist ein Drop. Nur noch ein bisschen Anlauf. Next Part. Eng, eng. Mega geiles Naturtrail-Geballer hier. Sehr nice. Es geht hier. Shit, hier wäre ein Drop gewesen. Wir kennen den Trail hier leider nicht. Hier muss eine Bremse mal kurz gecheckt werden. Ooh.
Beim Pedalieren muss man ein bisschen aufpassen. Da mit dem Bike hier ist eine 170er Stütze. Ja, da muss man beim Pedalieren hier auf jeden Fall schauen, wo man nochmal reintritt. Und ansonsten hier ruckzuck Pedalaufsetzer und wird hier ein bisschen ausgehebelt. Und das ersparen wir uns. Alright. Das war's. Dem Trail. Quellentrail. Sehr geil. Sehen uns am nächsten. Bis gleich. Akazien Trail. Next Part geht's hier rechts rein in den Akazien Trail. Ich würde ja fast sagen, der heißt Akazien Trail wegen den ganzen Akazienbäumen. Ach, wie schön. So, hier wieder auf den Weg. Das war's jetzt. Akazien Trail over and out. So, los geht's. Kelten Trail Part 1. Ja. Ja, schön. Nice. Schönes Stück. Oben schöner Trop. Wieder über ein paar Steine am Start. Geiles Teil. Warten wir auf den nächsten Part. Kelten Trail 2. Next Part. Geil, hier neu gebaut anscheinend. Sieht relativ frisch alles aus. Macht hier den Part auf jeden Fall nochmal um einiges interessanter. Oh, die Kurve ist mega eng. Geiler Shit, Alter. Mega, mega fett geil. So, hier warten wir nochmal auf die anderen. Checken nochmal die Bremse kurz. Bis gleich. Keldensteig 3. Jägersteig 1. Meines Wissens nach der letzte Part. Ja.
Schönes, gerades Geballer hier. Enge Parts am Start. Schöne Bremsschleuse hier aus Stein. Geil. Jägersteig, zweiter Part. Und Jägersteig, dritter Part. Sehr geil, hier die Swiss-Gabel, die ich hier am Start habe, funktioniert echt geil. Oh, schade, hier wäre ein Drop oder irgendwas gewesen. Nehmen wir halt den Baustamm mit. Ja, die Swiss-Gabel funktioniert mega. Hab's jetzt noch nicht final eingestellt. Könnte ich noch ein bisschen was optimieren. Funktioniert aber so top. Die MT7, klar. Mega Bremse. Ich habe das Problem, dass ich irgendwie ein bisschen quietschende Belege da oder so am Start habe. Dann nochmal durchoptimieren muss. Sieht der Rest eigentlich ganz geil. So, hier ein neuer Jump. Servus!